Hallo und herzlich willkommen bei Menschenfischen. Liebe Leute, vorab, bevor ich mit diesem schönen Zeugnis hier anfange von dieser wunderschönen Frau, die sich für ein gottgeweihtes Leben entschieden hat. Also richtig krass. Eine Frau, die könnte wahrscheinlich jeden Typen den schönsten, reichsten, besten, gläubigsten, sonst was haben. Und sie hat sich für den schönsten, besten, reichsten und gläubigsten, nicht gläubigsten, sondern für den Schöpfer selbst, für Jesus Christus selbst entschieden, dass sie gesagt hat, kein Mann dieser Welt kann mir das geben, was mir dieser Jesus geben kann. Und lebt jetzt als gottgeweihte Person nur für Jesus und opfert ihr Leben für andere auf. Im Hospiz, in der Tätigkeit. Ich weiß nicht, ob die Ordensschwester ist oder gottgeweiht. Man kann ja auch als Laie gottgeweiht leben. Ne, nicht Laie gottgeweiht, sondern als gottgeweihte Person ohne einem Orden zuzugehören leben. So. An dieser Stelle, ich bitte euch, liebe Menschen, wenn ihr auch ein Wunder erlebt habt mit Jesus, wenn ihr irgendwie durch Heilige, durch die Fürsprache der Mutter Gottes, durch die Novene von Pompeji, durch das Rosenkranzgebet, durch was auch immer Wunder erlebt habt, meldet euch bei mir unter menschenfischen@web.de, schreibt mir eine E-Mail, legt eure Telefonnummer hinterlegt eure Telefonnummer, ich melde mich bei euch. Es ist so unglaublich wichtig, vor allem in dieser düsteren Zeit, in der wir sind, Zeugnis zu geben, Zeuge zu sein, dass es Hoffnung gibt für die Welt. Ich möchte jetzt anfangen mit diesem Zeugnis. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Michael Waletzko, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe von Liebt einander. Ich muss euch unbedingt oder mit euch unbedingt ein Zeugnis teilen, und zwar von dieser hübschen jungen Frau. Ich versuche euch das mal so. Also eine unglaubliche Geschichte einer Frau, die sich mit Okkultismus, Satanismus und im Prinzip mit allem, was gegen Gott ist, gegen die Kirche ist, beschäftigt hat und die sich anschließend am Ende ihres Weges in Anführungsstrichen dafür entschieden hat, ein gottgeweihtes Leben zu führen. Sie war verlobt und die Geschichte ihrer Bekehrung hört selbst. Liebe Leute, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Ich schaue auf die weiße Hostie. Ich, eine militante Atheistin, bekomme plötzlich eine Hitzewelle, die meinen Körper durchdringt, zittere am ganzen Leib, im Herzen fühle ich ein lebendiges Feuer. Liebe. Ist das Liebe? Die Tränen strömen mir über die Wangen. Ich weine laut. Ich kann mich nicht beruhigen. Atheismus und die Faszination des Bösen. In meiner Familie wurde über Gott nicht gesprochen und man ging auch sonntags nicht in die Kirche. Meine Kontakte mit der Kirche beschränkten sich auf die Taufe und die erste heilige Kommunion. Danach war ich 23 Jahre lang in keiner Kirche mehr. Ich erinnere mich an das Kreuz, das bei uns zu Hause hing. Doch für mich war es nur ein Stückchen Holz. Von Kind an hörte ich, dass die Kirche und die Priester das personifizierte Böse seien. Während des Religionsunterrichts in der Schule stritt ich mich mit der Religionslehrerin und brachte alle kirchlichen Vergehen vor, die ich zu Hause gehört hatte. Als Einzige in der Schule wollte ich nicht gefirmt werden. Damals war ich sehr stolz auf mich. Ich wollte eine Rebellin sein, die alle Regeln brach. Ich hatte Freunde, die dieselben Ansichten wie ich vertraten und die sich auch ähnlich stylten. Auffälliges Make-up, schwarze Kleidung, schwarze Haare, ein schwarzes Herz. Als Schmuck trug ich okkulte und satanische Symbole. Es imponierte mir, wie die Menschen in meiner Kleinstadt auf mich reagierten. Manchen machte ich Angst, andere waren verärgert oder machten Witze über mich. Ich hörte Hardrock und Metallica, düstere Musik mit satanischen Texten und gotteslästerlichen Videoclips. Je lauter, desto besser. Je vulgärer, desto besser. In meine Hände fielen Bücher über Okkultismus, Spiritismus, Satanismus und Vampire. Ich war fasziniert von schwarzen Messen und Dämonen. Hinzu kam Wahrsagerei, Tarotkarten, Besuche bei spiritistischen Medien, Handlesen.
Ich war hin und weg, als ich während einer Sitzung hörte, dass ich im vorigen Leben eine Hexe gewesen sei. Ich wollte mehr über die Zukunft erfahren, mir geheimes Wissen aneignen. Ich war Stammkundin in Esoterikläden. Was Filme und Literatur betraf, wenn es dort nicht genügend brutale Szenen mit viel Blut und Gewalt gab, interessierten sie mich nicht. Ich lachte über Gott und gläubige Menschen. Ich hielt sie für Schwächlinge, die nicht für ihre eigene Sache im Leben kämpfen konnten. Ich verbreitete gotteslästerliche und antikirchliche Inhalte. Eine Kirche war für mich der letzte Ort, den ich betreten würde. Das Böse und Geheimnisvolle faszinierte mich. Demut, Güte und Sanftmut waren für mich nichts anderes als ein Ausdruck von Schwäche und Dummheit. Auge um Auge. Ich war rachsüchtig. Wenn mich jemand auf irgendeine Art und Weise verletzte, gab ich es ihm doppelt zurück. Ich war für Euthanasie und Abtreibung. Vielfach verkündete ich, dass wenn ich ungewollt schwanger werden würde, ich das Problem umgehend beseitigen würde. Die Jahre vergingen. Aggression und Depression waren meine beiden grundlegenden inneren Zustände. Ich hatte das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und einer Leere, die ich mit nichts füllen konnte. Schon als Teenager hatte ich erste Selbstmordgedanken. Damals hasste ich nicht nur die Menschen um mich herum, sondern auch mich selbst. Ich suchte Hilfe beim Psychiater. Ich bekam verschiedene Antidepressiva. Nichts half. Der Psychiater war ratlos und meinte, es wäre unmöglich, dass ich keine Besserung verspürte. Vielleicht log ich ja und nahm die Pillen gar nicht ein. Ich konnte den ganzen Tag im Bett verbringen, ich hatte keine Kraft, um aufzustehen. Ich weinte ohne Grund und warf dann wütend mit Gegenständen um mich herum. Es umhüllte mich eine immer dichter werdende Finsternis. Dann kam Alkohol ins Spiel. Manchmal ein paar Mal in der Woche, doch auch er half mir nicht. Eines Tages hörte ich von Apostasie. Ja, so wollte ich es machen. Ich wollte nichts mit Gott und der Kirche zu tun haben. Ich sagte immer wieder, dass wenn ich sterben sollte, ich ein Begräbnis ohne Priester haben wollte. Die Begegnung mit der Liebe. Als ich Informationen darüber suchte, wie man aus der Kirche austreten kann, hörte ich von einem Heilungsgottesdienst für Leib und Seele. Ich lachte und war überrascht, wie man nur an so etwas glauben konnte. Schließlich beschloss ich, diesen naiven Menschen zu beweisen, dass man nur mit ihren Emotionen spielte. Ich fuhr hin. Es war eine kleine, denkmalgeschützte Holzkirche unter dem Patronat des heiligen Erzengels Michael. Ich dachte nur, in was für Zeiten leben wir, dass man noch über Gott redet? Es gibt ihn doch gar nicht. Er existiert nicht. Ich schaue mit Verachtung auf die Menschen um mich herum. Der Priester strahlt eine verdächtige Freude aus und ich habe Lust, jemanden zu schlagen und anzuspucken. Irgendetwas zu tun, um die in mir aufsteigende Wut loszuwerden. Es wird voll. Ich will raus. Ich fühle mich schwach und bekomme kaum Luft. Die Anbetung beginnt. Was ist das eigentlich? Ich habe noch niemals zuvor daran teilgenommen. Das dumme Volk kniet wieder. Ich sitze während der ganzen Veranstaltung. Niemand kann mich zu etwas zwingen. Ich schaue auf die weiße Hostie. Ich, eine militante Atheistin, bekomme plötzlich eine Hitzewelle, die meinen Körper durchdringt. Ich zittere am ganzen Leib. Im Herzen fühle ich ein lebendiges Feuer. Liebe. Ist das Liebe? Die Tränen strömen mir über die Wangen. Ich weine laut. Ich kann mich nicht beruhigen. Ich fühle die Blicke jener Menschen auf mich gerichtet, über die ich noch vor ein paar Minuten innerlich gelacht hatte. Ich höre den Lobgesang, doch ich habe den Eindruck, dass ich mich irgendwo anders befinde. Ich bin in einer intimen Beziehung mit dem Schöpfer. Es ist, als ob niemand sonst in der Kirche wäre. Nur er und ich. Seine Gegenwart ergießt sich in meine Seele wie ein Ozean der Zärtlichkeit auf dürre und ausgetrocknete Erde. Noch mehr bitte. Ich möchte, dass diese Erfahrung ewig dauert.
Es ist realer und beeindruckender als alles, was ich bisher erfahren habe. Ich schaue auf das Kreuz auf dem Altar. Es ist nicht länger nur ein Stück Holz. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, um durch seinen Tod und seine Auferstehung die Welt zu erlösen. Auch mich. Das alles ist eine in meinem Inneren offenbarte Wahrheit. Ich verlasse die Kirche. Es ist Dezember, ein paar Tage vor Weihnachten. Ich zittere immer noch. Ich bin außerstande, etwas zu sagen. Ich weiß nur, dass sich etwas ändern wird. Ich weiß nur noch nicht, dass sich alles ändern wird. Gnade, eine gewaltige, unverdiente, lebendig machende Gnade. Ich schaue auf die Menschen in der Kirche. Wann stehen sie auf? Wann knien sie sich hin? Ich weiß nichts. Ich brauche eine Anleitung, um den Rosenkranz zu beten. Ich nehme an weiteren Heilungsgottesdiensten teil, wo Tränen der Reinigung fließen und eine Liebe mich umgibt, die man nicht mit Worten ausdrücken kann. Ich sehne mich mehr nach Gott als jemals zuvor, nach irgendetwas anderem. Der Heilige Geist berührt mit gewaltiger Zärtlichkeit mein Herz, meine Wunden und Dunkelheiten. Er heilt, befreit und reinigt mich. Ich möchte meine Sünden bekennen. Eine Woche lang bereite ich mich auf eine Generalbeichte vor. Ich bitte den Heiligen Geist um sein Licht und um Mut. Ich schreibe ein paar Seiten nieder. Ich verabrede mich mit einem Priester, um zu beichten. Ich spreche ohne Unterbrechung, fast 2 Stunden lang, ohne die vorher vorbereiteten Notizen zu benutzen. Ich verlasse den Beichtstuhl und fühle mich um die 23 Jahre voller Sünden leichter. Die Gitter im Beichtstuhl sind die einzigen Gitter, die Freiheit schenken. Es kommt meine erste heilige Kommunion. Das Herz will mir aus der Brust springen. Ich habe das Gefühl zu schweben, fühle eine unglaubliche Wärme und Liebe. Ich empfange den Leib Christi. Nicht ein Symbol, nicht eine Oblate, nicht mit Wasser vermischtes Mehl. Es ist der Leib Christi, der lebendige und wahre Gott. Ich versuche empfindsam und zärtlich zu sein. Ich möchte ihn nicht verletzen oder ihm wehtun. Es ist doch Jesus selbst. Es kommt zu einer Konfrontation seines Lichts mit meiner Dunkelheit. Nach einigen Wochen tauchen bei mir Schwierigkeiten beim Kommunionempfang auf. Ich mache die Erfahrung eines wahren Kampfes, eines geistigen und physischen Kampfes. Wenn ich die Hostie herunterschlucke, spüre ich nach einigen Augenblicken, wie sie wieder hochkommt. Ihre Kanten sind scharf und ich spüre, wie sie meinen Hals verletzen. Ich versuche mich nicht zu übergeben. Dieses Gefühl hält mehrere Stunden lang an. Dies geschieht immer wieder. Ich nähere mich angsterfüllt dem heiligsten Leib, weil ich nicht weiß, was gleich geschieht. Gleichzeitig bin ich sehr entschlossen und voller Sehnsucht. Es ist, als ob ich eine innere Stimme vernähme. Halte das durch. In der Nacht wache ich wie gelähmt auf, kann mich nicht bewegen. Ich fürchte mich und fühle eine ungeheure Last, die mich niederdrückt. Ich bin entsetzt. Diese Atemnot wiederholt sich immer wieder. Ich schlafe mit dem Rosenkranz in der Hand. Ich spüre die Gegenwart des bösen Geistes, der über mein Bett schreitet. Ich zünde Kerzen an, über die ein Exorzismus gesprochen wurde, und bete. Die Flamme züngelt, als ob jemand sie auszulöschen versuchte. Ich werde von einem Krachen geweckt. Ich höre hin, habe aber Angst, mich zu bewegen. Schließlich stehe ich auf, um die Quelle der Geräusche auszumachen. Eine große Holzschüssel mit Äpfeln, die immer in der Küche auf dem Regal steht, liegt auf einmal im Gang. Die Äpfel sind verstreut. Ich erfahre verschiedene Drangsale. In meiner Wohnung höre ich das Knurren eines Hundes, obwohl ich keinen Hund besitze. Ich rieche verdorbenes Fleisch. Nach einigen Minuten verschwindet der Geruch von allein. Als ich in meinen Wagen steige, ist er voller grüner Fliegen, obwohl ein paar Stunden zuvor keine einzige drin war.
Manchmal bekomme ich unkontrollierbare Wutausbrüche. Ich gehe zu einem Treffen mit einem Exorzisten und bekomme von ihm einen Zettel, auf dem alle Eingangstüren für den bösen Geist beschrieben sind. Ich streiche an, womit ich zu tun hatte, also fast alles. Nach dem Gebet erfahre ich, dass es sich bei mir um dämonische Drangsale handelt. Der Priester stellt auch noch fest, dass jemand eifrig für mich gebetet hat. Aber es hat doch niemand für mich gebetet. Da erinnere ich mich an die Zeit, als ich 4 oder 5 Jahre alt war. Ich sehe meine Großmutter Maria, die auf ihrem Sterbebett liegt, immer mit dem Rosenkranz in der Hand: Bitte für uns Sünder. Mein Jesus, du gibst mir Kraft, um mich nach dir zu sehnen, selbst dann, wenn es schwer wird. So viele Jahre lang war ich nur eine Marionette in den Händen des Bösen. Jetzt versucht er mich zu erschrecken, zu entmutigen, mich wiederzubekommen. Dämonische Drangsale sind für viele nur Geschichten aus Horrorfilmen. Man braucht nicht an die Existenz und das Wirken Satans zu glauben, damit er realen Einfluss auf unser Leben nehmen kann. Er kämpft um jede Seele. Ich könnte die Frage stellen: Warum hat Gott das zugelassen? Ich habe doch täglich gebetet und täglich seinen heiligen Leib empfangen. Ich habe mein Leben verändert. Wo war er? Ganz nah bei mir, wie immer. Durch diese Erfahrung hat er mich und meinen Glauben gestärkt. Er fragt, wie sehr ich mich nach ihm sehne und ob ich ihn nur dann lieben und ihm die Treue halten werde, wenn es leicht fällt und angenehm ist. Und was wäre, wenn ich leiden und um unsere Beziehung kämpfen müsste? Die Angriffe des Bösen lassen nach. Ich bereite mich auf die Firmung vor. Ich möchte den Namen Martha Maria Faustina annehmen. Die Apostolin der göttlichen Barmherzigkeit ist mir sehr nah. Ich stoße auf eine charismatische Bewegung und bete um Charismen. Eines Tages nehme ich die Heilige Schrift in die Hand und der Hymnus an die Liebe schreit zu meinem Herzen. Diese Erfahrung ist so stark und lebendig, das Wort Gottes ist so scharf wie ein Schwert. Schamerfüllt stelle ich mir die Frage, wie ich sagen kann, dass ich Gott liebe, den ich nicht sehe, und dabei den Menschen, der neben mir steht, nicht liebe. Ich bete um das größte und schönste Charisma, die Liebe. Viele Male am Tage wiederhole ich: Nimm mein Herz aus Stein und gib mir ein Herz aus Fleisch. Ich möchte lieben, kann es aber nicht. Ich bete eifrig in diesem Anliegen und faste auch. Eines Tages knie ich vor dem Bild des barmherzigen Jesus und bringe wieder mein Anliegen vor. Jesus, ich möchte dich so sehr im Antlitz eines jeden Menschen erkennen. In diesem Augenblick sehe ich, wie das Antlitz des Bildes sich verändert und verschiedene Gesichter von Frauen und Männern erscheinen, junge und alte Menschen. Ich höre eine innere, sehr deutliche, aber sanfte Stimme: An meiner Gnade wird es dir nicht fehlen. In der Zwischenzeit nehme ich eine Arbeit in einem weiteren eleganten Geschäft an. Sorgfältig sortiere ich die teuren Uhren. Eines Tages wird mir klar, dass dies nicht der richtige Ort für mich ist und auch nicht mein Weg. Diesen inneren Zustand interpretiere ich als eine Einladung zur Veränderung. Nach einigen Wochen stehe ich vor einem Kloster. Die Schwestern leiten ein Hilfswerk für Menschen, die psychisch und physisch behindert sind. Niemals hatte ich Kontakt zu solchen Menschen gehabt. Ich habe auch keine Ausbildung in dieser Richtung, und doch wurde ich angestellt. Ich, eine Schaufensterpuppe aus dem Kaufhaus. Niemals zuvor hatte ich Windeln gewechselt. Alles ekelt mich an. Was mache ich hier? Doch zum ersten Mal beginne ich, meine Arbeit zu lieben. Es gibt schwere Schichten, an denen ich einfach nur hinausgehen und nicht wiederkommen möchte.
Doch ich kehre zurück, weil du, Gott, mich dazu befähigst. Ich entdecke, dass man zur Ehre Gottes Windeln wechseln und Speichel abwischen kann. Und dass man für die körperliche Erschöpfung und den schmerzenden Rücken danken kann. Zur Ehre Gottes kann man in den Augen der Welt ein Sonderling sein, der nicht nach einer Verbesserung seiner materiellen Lage strebt. Als ich noch ungläubig war, irritierten mich ältere Menschen sehr. So als ob sie nicht vor einigen Jahrzehnten auch jung, schön und beweglich gewesen wären. Als würde ich bei ihrem Anblick nicht mich selbst sehen, wie ich in Zukunft ebenfalls sein würde. Als die ersten Gedanken an ein Volontariat in einem Hospiz auftauchten, schob ich sie ganz weit weg. Doch die Sehnsucht danach, Sterbende zu begleiten, tauchte immer wieder auf. Der erste Patient, den ich mit einer Volontärin aufsuchte, die mir die Abteilung zeigte, war ein halb bewusstloser Mann. An seinem Bett stand ein Plastikbecher mit Wasser und darin ein kleiner grüner Schwamm auf einem Stäbchen. Die Frau benetzte die rissigen und spröden Lippen des Mannes. Ich weiß noch, wie er die Lippen aufeinander presste. Seine phlegmatische Unersättlichkeit entspricht seinem Zustand. Mich dürstet. Jesus hängt am Holz des Kreuzes. Hysop, ein Schwamm, Essig. Danke, Jesus, dass ich bei dir sitzen darf. Lass mich in jedem dieser Kranken dich sehen. Vor jedem Dienst weihe ich mich Maria. Ich bitte sie, sie möge mir Sanftmut und die Gabe des Gebetes für die Sterbenden schenken. Jetzt und in der Stunde unseres Todes hat hier eine besondere, reale Bedeutung. Durch sein schmerzhaftes Leiden taucht in meinem Kopf auf. Der Barmherzigkeitsrosenkranz ist ein mächtiges Gebet, welches dabei hilft, ans andere Ufer zu gelangen. Der Kampf um jede Seele dauert an. Der böse Geist versucht bis zum Schluss, sie zu entreißen. Oft benutzt er die Lüge, Gott würde sich nicht kümmern und das ganze Leid sei dem Schöpfer egal. Ich bitte Gott um Erbarmen, besonders für jene, die bis zum Ende die Sakramente verweigern. Manchmal habe ich die Eingebung, in den Anliegen einer bestimmten Person zu fasten und die heilige Kommunion für sie aufzuopfern. Erst im Hospiz habe ich entdeckt, wie wertvoll die Lebenserfahrung und die Weisheit älterer Menschen sind. An diesem Ort habe ich die schönste eheliche Liebe gesehen. Eine wunderbare Erfüllung der Ehegelübde. In guten und in schlechten Zeiten, in Krankheit und Gesundheit, bis dass der Tod uns scheidet. Jesus, im Haus deines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wäre es nicht so, hättest du es uns gesagt. Ein paar Mal hatte ich die große Gnade, den Blick eines sterbenden Menschen zu sehen, der eine Wirklichkeit sieht, die mir verborgen ist. Dieser unglaubliche Ausdruck in den Augen, dieses Entzücken. Manchmal sah ich auch, wie jemand die Arme hob, als Antwort auf ihm entgegengestreckte Hände, die für mich unsichtbar blieben. Der Dienst im Hospiz, das waren die wichtigsten Exerzitien in meinem Leben, die schönsten, aber auch die schwierigsten. Sie lehrten mich, demütig und dankbar zu sein, und das an jedem Tag. Beten, ich spreche einfach zu dir. Du bist ja gleich neben mir, bist mir näher als mir selbst. Ich bin dein Kind, ich werde bedingungslos geliebt, trotz allem. Selbst dann, als ich mit einem Lächeln auf den Lippen geflucht habe. Allmächtiger Gott, es gibt nur eines, was du nicht kennst, was du nicht kannst. Du kannst nicht aufhören zu lieben, weil du die reine, barmherzige Liebe bist. Ein Gott, der sich nach seiner Schöpfung sehnt. Ich mag das Wort Vater nicht, es klingt so streng. Wenn ich bete, sage ich, unser Papa, der du bist im Himmel.
Ich möchte wie ein Kind sein, welches voller Vertrauen seine Hände ausstreckt und auf die Knie seines Papas klettert, weil es weiß, dass es nirgendwo sonst so sicher ist und dass man es nirgendwo sonst so bedingungslos annimmt und beschützt. Wenn er die Vögel des Himmels ernährt und die Blumen kleidet, um wie viel mehr sorgt er sich dann um mich? Immer deutlicher erfahre ich die göttliche Vorsehung, besonders dann, wenn ich aufhöre, mir Sorgen über irdische Angelegenheiten zu machen und anfange zu vertrauen. Wenn ich nicht mir vertraue, sondern ihm, dann geschehen Wunder. Jesus, ich vertraue auf dich. Ich kann mir einen Tag ohne Eucharistiefeier gar nicht mehr vorstellen. Sie ist wie echte Nahrung für mich. Sie stärkt mich und verwandelt mein Herz. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann triffst du dich so oft wie möglich mit der geliebten Person. Ich lerne, was Anbetung ist, wenn Christus mehr auf mich schaut als ich auf ihn. Selbst für einen Sekundenbruchteil lässt er mich nicht aus den Augen. Das ist die Zeit, in der ich meine Sünden zu seinen Füßen lege, meine mangelnde Geduld mit mir selbst, alle meine Schwächen und alles, was in mir noch finster ist. Jesus will das berühren, was am schwierigsten erscheint. Er durchdringt und kennt mich. Zur Beichte gehe ich alle 2 Wochen oder noch öfter. Der Heilige Geist macht mein Gewissen empfindlicher. Wenn man die wichtigste Person auf der Welt verletzt, dann kommt der Wunsch danach, Verzeihung zu sagen. Gott braucht meine tägliche Anwesenheit bei der heiligen Messfeier, meine Gebete, meine Anbetung und mein Lob nicht. Sie bringen ihm nichts. Ich bin diejenige, die das alles benötigt, um täglich zu entdecken, dass es außerhalb von ihm nichts Gutes für mich gibt. Alles ist Gnade. Kann ich sagen, dass ich Gott liebe? Er bewirkt doch, dass ich mich in ihn verliebe. Kann ich sagen, dass ich mich nach ihm sehne, während in Wahrheit er selbst meine Sehnsucht sein will? Kann ich sagen, dass ich Gott entdecke? Er ist es doch, der sich mir Stück für Stück offenbart. Maria, meine zweite Mutter, oft machen wir einen gemeinsamen Spaziergang an den Fluss, in den Park oder einfach durch die Stadt. Durch meine Finger gleiten die Perlen des Rosenkranzes. Ein Rosenkranzgeheimnis ist wie ein Gespräch, das eine Stunde lang dauert. Denn es geht doch nicht um die Menge, sondern um die Qualität, um das Engagement des Herzens. Die Unbefleckte beschäftigt sich liebevoll mit all unseren Angelegenheiten, selbst mit den allerkleinsten. Viele Jahre lang, in denen ich weit von Gott entfernt lebte, suchte ich das Glück in verschiedenen Beziehungen. Ich kannte die Schönheit einer Beziehung nicht. Alles stützte sich auf eine schrecklich entstellte Sexualität. Sexuelle Ausschweifungen und eine immer brutaler werdende Pornografie. Ich kleidete mich aufreizend wie eine Prostituierte. Mein Wert war von dem Mann an meiner Seite abhängig. Wenn ich eine Beziehung beendete, wartete schon die nächste. Ich hungerte verzweifelt nach Liebe. Mein Herz rief: Liebe mich, umarme mich, bleibe bei mir. Meine Bekehrung geht mit der Bekehrung meines Partners einher. Wir wohnten wie Eheleute zusammen, doch ich will rein sein für Jesus, seinen Leib empfangen und nach den Geboten leben. Nicht nur einige Gebote erfüllen, je nachdem, wie es für mich bequem wäre, sondern alles. Wenn ich der Tempel des Heiligen Geistes bin, dann möchte ich, dass er eine würdige Wohnung vorfindet. Und so stelle ich klar, entweder leben wir in Keuschheit oder ich beende die Beziehung. Ich bekomme zu hören, dass ich verrückt geworden bin. Doch ich weiß, dass ich meine Meinung nicht ändern werde. Gott ist am wichtigsten. Wir schlafen in getrennten Zimmern. Es ist eine große Gnade der Reinheit. Wir verloben uns, machen Ehevorbereitungskurse, doch in mir wächst eine Unruhe, als ob eine innere Stimme mich von meinem Vorhaben abbringen wollte.
Das Leben an der Seite eines Mannes war für mich immer selbstverständlich. Ich konnte mir meine Zukunft gar nicht anders vorstellen. Und jetzt? Bräutliche Liebe Jesu erfüllt mich ganz. Sie ist eifersüchtig. Wir trennen uns. Ich ziehe zu den Schwestern, bei denen ich angestellt bin. Nur in der Stille kann man die sanfte Stimme Gottes hören. Die Hauskapelle ist nur 20 Schritte von meinem Zimmer entfernt. Mein kleines Asyl. Ein Bett, ein Schrank, ein Bücherregal, ein Schreibtisch, ein Waschbecken mit Spiegel. Das ist mein Wohn- und Schlafzimmer, mein Alles. Minimalismus, das gibt mir Glück und nicht die frühere große Wohnung mit 3 Schlafzimmern und Kamin. Mir wird bewusst, dass die Ehe nicht mein Weg ist. Ich habe mich nie mehr geliebt gefühlt als jetzt, da ich alleine bin. Ich kann die Liebe Gottes nicht für mich selbst zurückhalten. Ich möchte evangelisieren, über meine Erfahrung mit dem lebendigen Gott sprechen, der existiert und nur auf die Erlaubnis wartet, in das Leben eines Menschen zu kommen und ihm Sinn zu verleihen. Er benötigt unser Ja, um wirken zu können. Er macht nichts gewaltsam. Ich bin noch keinem größeren Gentleman begegnet. Vor 2 Jahren habe ich den Entschluss gefasst, bis zu meinem Lebensende keinen Alkohol mehr zu trinken, als Fürbitte für die vielen Alkoholiker. Und das, obwohl ich noch vor kurzer Zeit mehrmals die Woche trinken konnte. Ich möchte bei kranken Menschen Dienst tun. Ich sehe die große Gnade, die mich dazu befähigt. Vor allem aber möchte ich die Beziehung zu meinem Bräutigam weiter ausbauen und Gnaden für andere erbitten. Ich bete für Menschen, denen ich auf der Straße begegne. Innerlich fühle ich mich gedrängt, Jesus zu 100% nachzufolgen, ihm mein Leben zu opfern. Der, den ich so viele Jahre lang nicht in mein Leben hineinlassen wollte, wurde zu meinem ganzen Leben. Im Gebet verbunden, Martha, 33 Jahre. Also, das ist Martha. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Eine Frau von einer Schönheit, die kaum zu beschreiben ist. Also eine Frau, die wirklich mit Gottes Geist und Liebe erfüllt ist. Ich weiß, ein sehr, sehr langes Zeugnis. Ein sehr langes Zeugnis. Und ich würde jetzt fast sagen, tut mir leid, dass ich so viel eurer Zeit beansprucht habe. Aber ich musste dieses Zeugnis für euch vorlesen und euch einfach hinterlassen. Es ist aus der 3. Ausgabe 2020 aus dem Heft Liebt einander. Das ist so unglaublich wichtig, Zeugnis zu geben. Und ich möchte euch an dieser Stelle noch einmal ermutigen. Ich versuche durch diesen YouTube-Kanal eine Plattform zu bieten für all diejenigen von euch, die Jesus erfahren haben, die durch Jesus, durch den Rosenkranz, durch die Heiligen, durch die Schätze der katholischen Kirche ihr Leben ändern durften. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mich kontaktiert unter menschenfischen@web.de und den Mut habt, vor der Kamera Zeuge oder Zeugin zu sein, Zeugen zu sein, für die Liebe Christi, für das, was er in unserem Leben gewirkt hat. Denn, so wie ich schon oft gesagt habe, ich wurde auch durch Zeugnisse berührt. Und diese Zeugnisse berühren mich immer wieder aufs Neue.
Und ich glaube, so unendlich wie Gottes Liebe ist, so unendlich sind die Geschichten, die man mit ihm erlebt, so unendlich sind die Zeugnisse. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch meldet und wenn hier, was Zeugnisse angeht, auf diesem Kanal mehr los ist, dass ihr den Mut habt, Gesicht zu zeigen. In diesem Sinne, ich danke euch. Schöne Grüße an die Redaktion, dass ihr mir dieses Heft zur Verfügung stellt. Und an euch alle da draußen. Ich kann natürlich nicht alles aus diesem Heft hier vorlesen. Aber als nächstes wird wahrscheinlich die Untersuchung des Hostienwunders sein. Die Untersuchung der Hostie von Liegnitz hat mein Leben verändert, so heißt der Titel. Ich denke, dass diese Sendung demnächst kommt, beziehungsweise ich bin ganz sicher, dass eine Sendung zu diesem Thema kommt. Ich kriege da noch Material zugeschickt und werde mich diesem Thema annehmen. Betet für mich, betet für diesen Kanal, ich bete für euch, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal und tschüss.